Es ist nicht mehr lange bis zum nächsten Kapitel und wie auch ich können viele nicht warten und spekulieren wie verrückt darüber, was für eine legendäre Frucht Ruffy jetzt doch hat. Jedoch was, wenn ich euch sage, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir schon wissen, welche Frucht Ruffy hat und dass es uns sehr früh schon gezeigt wurde. Doch bevor das Video losgeht, die Weltregierung meint, sie wird mich hinrichten, wenn du nicht sofort diesen Kanal abonnierst, also hilf mir doch bitte und abonniere diesen Kanal. Um nichts auszulassen, werden wir hier analytisch alles von A bis Z durchnehmen. Hierbei fangen wir beim Ursprung an, bei Oda selbst. Was sind eigentlich die Lieblingsszenen von Oda? Einmal haben wir dort Ruffy am Lagerfeuer, Nico Robin, wie sie am Sabaody-Archipel den Boden anfasst und Harz an den Händen kleben hat. Und anschließend haben wir die Szene, als die Strohhüte auf Wano Kuni ankommen. Versuchen wir mal einen Zusammenhang zu finden. Seit neuestem wissen wir, dass bei der einen Lieblingsszene von Oda Ruffy Nika darstellen soll, der jetzt in Ruffy irgendwie wieder erwacht wird und so weiter. Das alles passiert in Wano und auch der Einstieg in Wano ist eine Lieblingsszene von Oda. Was machen wir also jetzt mit dieser weirden letzten Szene? Warum ist diese Szene auch eine Lieblingsszene von Oda? Entweder hat es was mit Nico Robbins zu tun oder mit dem Harz des Sabaody-Archipels, aber was anderes wird hier nicht erwähnt. Und ich denke, Nico Robin spielt hier einfach keine große Rolle und da bleibt nur noch das Harz. Doch was wäre jetzt, wenn ich euch sage, dass Ruffy nicht die Gummifrucht hat, sondern die Harzfrucht? Odas Lieblingsmomente haben alle mit Nika und Joyboy zu tun, also sollte es die Lieblingsszene doch auch, das würde doch nur Sinn ergeben. Und wie und weshalb werden wir uns jetzt genauer anschauen. Und deswegen halte dich jetzt mal bitte ganz doll fest oder liebt es mit Zahlen zu spielen und das sind wir bereits gewohnt, das macht er öfters und er bezieht sich dort auch öfters auf ein Alphabet. Ersetzen wir die Zahlen, wie auch öfters schon in Theorien gemacht, mit der Zahl 1043, also das Kapitel, kriegen wir eine bestimmte Bedeutung. 10 für Ju, 4 für Shi und 3 für Mi. Also heißt das Jushimi, wenn ich es richtig ausspreche. Und Jushi heißt im Japanischen Harz. Also würde hier wirklich einfach Jushimi, also Harzfrucht rauskommen. Und ich denke, das kann kein Zufall sein. Wie sollte das überhaupt noch Zufall sein? Weil wir haben bestätigt bekommen oder hatten schon mal eine Theorie, wo Oda bestätigt dieses Alphabet genutzt hat. Und jetzt soll das Harzfrucht heißen. Einfach ohne Grund und ohne Sinn. Ihr versteht schon, Leute, das kann kein Zufall sein. Aber Moment, bevor du in den Wald gehst und Harz sammelst, hör mir erstmal zu. Lass uns das mal genauer analysieren und versuchen zu verstehen, wieso 5 Opas Eierflattern wegen dieser Harzfrucht bekommen haben und deswegen schon den Namen dieser Frucht geändert haben. Und erstmal müssen wir kontrollieren, ob Ruffys Eigenschaften, die wir dato jetzt kennen, kompatibel mit den Eigenschaften von Harz sind, sonst würde das Ganze ja keinen Sinn ergeben. Falls du weniger Allgemeinwissen hast als ein Viertklässler mit Klettverschlussschuhen, genauso wie ich, muss ich dir wahrscheinlich erstmal erklären, dass aus Harz Gummi geschaffen wird. Also es hängt nah miteinander zusammen. Somit ist leicht erklärbar, wieso Ruffy die Eigenschaften von Gummi hat. Ich habe mich seit dem Vorfall mit Sanji und dem Diable Jumble vermehrt gefragt, was ist eigentlich die Erklärung dafür, dass Ruffy einfach eine Flamme erschaffen kann? Keiner fragt sich das. Bei Sanji dachte jeder auch, das liegt daran, dass er die Rotation macht und Hitze erzeugt und somit Flammenkicks verteilen kann. Aber das war einfach Unsinn, wie Oda uns gezeigt hat. Und auch hier sollten wir uns mal fragen, wieso konnte Ruffy mal ebenso Flammen erschaffen? Wegen der Rotation und dem Haki, wegen dem Gummi, viele Leute nehmen sich da wirklich wieder Theorien aus dem Ärmel raus, ohne wirkliche Bestätigung und Begründung von Oda. Aber eine Eigenschaft von Harz ist, dass es leicht anzündbar ist. Somit wäre Red Hawk einfach erklärt. Harz kann sich aber auch verhärten. Dies würde Gear 4 erklären. Ruffy kann seinen Körper theoretisch formen, wie er möchte. Dies kann er eventuell, weil er wortwörtlich für eine Struktur im Körper sorgt. Eventuell, indem er bestimmte Bereiche hart bleiben lässt, um die Form zu ermöglichen. Harz wird außerdem weich, wenn es erhitzt wird und das erklärt auch Gear 2. Harz leitet auch keine Elektrizität und deswegen konnte Ruffy Enels oder Big Moms Attacken mal ebenso wegstecken, genau wie es Gummi tun würde. Wie wir sehen, würde es theoretisch von den bisherigen Eigenschaften passen und es würden keine Plotholes oder Thematiken rauskommen, die keinen Sinn ergeben.
vergessen wir ebenso nicht, dass es eine Coverpage gab oder gibt, wo Oda uns teilweise sogar schon zeigen will, dass Ruffy irgendwas mit Hearts zu tun hat oder erklärt diese Coverpage irgendwas anderes. Jetzt kommt natürlich die berechtigte Frage von den Einsteins unter euch, aber wieso haben dann die Gorosei so viel Angst? Wieso ändern die den Namen? Kein Mensch würde sich doch denken, oh mein Gott, ich brauche die Harzfrucht, ich muss mächtig werden, ich muss mir diese Frucht besorgen. Wieso also haben sie den Namen der Frucht in Gummi geändert? Hier will ich aber auch erwähnen, bei welcher anderen Teufelsfrucht hätte es geklappt, dass man den Namen dieser Frucht ändert, ohne dass es auffällt. Und ich meine, versucht mal die Feuerfrucht umzubenennen in eine andere Frucht, so dass es dem Nutzer nicht auffallen würde. Jeder Nutzer würde checken, okay, das ist doch eigentlich die Feuerfrucht. Hier passt es aber einfach perfekt, weil Gummi aus Harz gemacht wird und somit kein Unterschied in den Eigenschaften besteht. Aber das auch nur anfangs. Denn wenn die Frucht erwacht, sieht das ganz anders aus. Genau deswegen haben die Gorosei auch erwähnt, dass das Erwachen schon passiert und allesamt, das ganze Altersheim kriegt förmlich Angst. Jedoch nicht vor der Kraft und der phänomenalen Stärke dieser Frucht. Wenn dies der Fall wäre, hätte man auch Angst vor der Frucht von Whitebeard oder von Blackbeard. Aber das ist hier nicht der Fall. Diese OPs haben Angst vor etwas anderem. Also wieso wollte die Weltregierung es verhindern, dass man herausfindet, dass die Harzfrucht die Harzfrucht ist? Hierfür gehen wir wieder zurück zu den Lieblingsszenen von Oda mit dem Sabaody-Archipel. Oda betont sogar explizit, dass diese Szene mit dem Harz eine seiner Lieblingsmomente ist und die anderen beiden Momente haben was mit Nika, also Joyboy, zu tun. Warum sollte es diese Szene auch nicht deswegen mit Joyboy und Nika zu tun haben? Was wäre, wenn ich euch sage, dass Joyboy derjenige war, der das Sabaody-Archipel künstlich erschaffen hat mit seiner Harzfrucht? Ich sage hier also, dass Joyboy der vorherige Nutzer der Harzfrucht war. Und da Ruffy seine Frucht jetzt erwacht hat, welche damals ja auch von Joyboy genutzt wurde, denke ich, dass auch der Wille oder irgendein Nachbleibe, was mit dem Geheimnis von Teufelsfrüchten zu tun hat, was wir noch nicht wissen, jetzt auch zur Erscheinung trat und von Tsunisha gespürt wurde. Deswegen sagte Tsunisha auch, Joyboy ist zurück, weil Joyboy diese Frucht genutzt hat und die Frucht jetzt erwacht ist. Ein direkter Zusammenhang. Und was diese ganze Theorie so spicy macht, ist, dass das Sabaody-Archipel eigentlich so gut wie nur aus Harz besteht. Wieso zum Teufel hat sich keiner gefragt, wie das überhaupt möglich ist? Ich denke deswegen, dass dies künstlich erschaffen wurde und kein natürlicher Prozess war. Das Sabaody-Archipel besteht nur aus riesigen Mangroven, was sehr unüblich für One Piece ist. Aus diesen Bäumen und auch aus dem Boden steigen Seifenblasen in die Luft. Wie passiert das eigentlich? Diese entstehen dadurch, dass das Harz in den Bäumen durch die Atmung der Bäume an Luft kommt und dadurch kommt Luft in das Harz rein und Seifenblasen steigen empor. Es wurde sogar bestätigt, dass das Harz am Boden von den Bäumen kommt. Dies alles ist für mich der Beweis, dass Joyboy das Sabaody-Archipel erschaffen hat oder zumindest jemand anders mit der Harzfrucht. Jetzt versteht sich auch, wieso die Weltregierung verstecken will, dass es eine Harzfrucht gibt. Eine Frucht, aus der die Insel besteht, die genau unter Mary Joa liegt und eine große Gefahr ist für den Weltenbaum und die Weltregierung an sich. Mit der Harzfrucht könnte der Nutzer sogar sehr wahrscheinlich die Noah, die ja im schlechten Zustand ist, wieder beschichten. Er könnte sehr wahrscheinlich die ganze Insel kontrollieren, weil es sein Element ist. Vergrößern, verhärten und verkleinern. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Sabaody-Archipel hochgebracht wird, in der Redline vergrößert wird und somit die Redline easy zerstört. Somit würde auch die Prophezeiung wahr werden, dass Ruffy das Archipel zerstören wird. Das haben wir vor Jahren gesehen und haben uns gefragt, wie soll das passieren? Und er wird es natürlich nicht nur zerstören, sondern teilweise nutzen und beherrschen, weil es wirklich aus seiner Frucht besteht. Aber wie genau und was dort passieren wird, ist nicht das Thema dieser Theorie. Da kann ich mal ein anderes Video dazu machen. Deswegen wartet aber auch Rayleigh dort. Er wartet auf den Nutzer der Harzfrucht. Er weiß, der Nutzer muss dort auftauchen und wenn er bereit ist, wird sich verstehen, was er dort zu tun hat und was er in der Lage ist zu tun. Denn Rayleigh kennt die Geschichte und wen anders soll Roger drum bitten, dort drauf zu warten, dass der nächste Joyboy auftaucht. Alles ergibt einfach Sinn, weil wieso sollte Rayleigh sonst dort Schiffe beschichten. Er hat sogar mit Harz zu tun. Und man könnte auch sagen, das ist eventuell der Grund, warum er Ruffy so schnell und so heftig trainieren konnte. Aber da gibt es auch Gegenargumente für, weil Ruffy hat sich dort von den Tieren inspirieren lassen und nicht von Rayleighs Wissen, was Joyboy vielleicht mit der Frucht gemacht hatte. Also was haltet ihr davon? Die Frucht wurde umbenannt, damit keiner auf den Zusammenhang von dem Sabaody-Archipel und der Frucht kommt, weil die Weltregierung Angst hat, dass man dann das Sabaody-Archipel benutzt oder dort halt die Noah hochbringt oder sonst was. Deswegen
wegen dem geschichtlichen Hintergrund wurde der Name geändert und nicht wegen der Kraft an sich. Trotzdem wird diese Frucht wahrscheinlich sehr, sehr krass sein. Diese Fähigkeit kann man aber erst nutzen, wenn die Frucht erwacht, und genau deswegen passiert das gerade und die Weltregierung hat Angst. Ich finde, alles, was hier in letzter Zeit passiert, ist teilweise ein Indiz für die Harzfrucht. Als ich die Theorie auf dem Reddit gelesen habe, war ich wirklich schockiert, und für mich ist es gerade zu 95% schon sicher, dass es die Harzfrucht sein wird, allein wegen dem Sabaody-Archipel. Lasst mal eure Meinung dazu in den Kommentaren da, ein Like und ein Abo würde mich echt freuen, damit supportet ihr meinen Algorithmus. Tut mir den Gefallen, einfach mal einen Kommentar, Like und Abo da lassen. Das war's von mir, peace out, euer Kanister.